So, willkommen zurück zu Pier Solar in the Great Architects. So, jetzt sind wir hier in dem. Wer ist das denn? Fremdlinge! Ich habe euch noch nie gesehen. Also gibt es etwas da draußen? Ich hatte keine Ahnung. Ich habe immer geglaubt, dieser Ort sei alles. Also hier hat man sich Zivilisation aufgebaut, scheinbar in dieser Dimension. Das ist doch einer von den. Hi, ich heiße Mikomi. Mögt ihr Wassermelonen? Ja. Na klar, Wassermelonen sind das Beste. Wassermelone gefunden. Sehr schön. Das ist doch der aus, wie heißt der nochmal? Charlie und die Schokoladenfabrik. Hallo, kleines Vögelchen. Dein Name lautet also Max und du möchtest, dass sich den König um dich kümmert, ja? Das verstehe ich. Ja, er würde sich gut um dich kümmern. Wirklich. Mich würdest du nicht wollen. Nein, ich wäre schlecht für dich. Ja, das wäre ich. Okay, die führt ein bisschen Selbstgespräche, kommt mir so vor. Ah, all diese Brownies rennen durch ein. Es war mein Haus und lachen über mich. Sie sollen verschwinden, verschwindet, ah! Ich höre mehr Stimmen, als ich Menschen sehe. Vielleicht seid ihr die, die ich immer verbergen sprechen. Okay, also hier scheint irgendwas so ein bisschen so. Wo kommt denn die jetzt her? Ich war doch gerade noch nicht da. Ich kann sie aber nicht ansprechen. Das ist die nicht ansprechbare. Hey, habt ihr ein Problem mit mir? Nein, dann starrt mich nicht wie irgendeinen Vollidioten an. Okay, Entschuldigung. Ganz komische Leute hier. Ganz ungesellig. Damen haben alle einen Bart. Ich weiß alles über diesen Ort. Und hier, ich lebe hier seit der Gründung. Anfangs setzte seine Majestät große Hoffnung in uns. Doch es ergab sich anders. Und bald gab er uns auf. Seitdem blieb mir immer alles gleich. Das macht es leicht, sich auf alles zu erinnern. Aber irgendwie weiß ich nicht einmal, wie ich hierher kam und von wo meine Familie und ich stammen. Wartet, ich glaube, ich habe nicht einmal eine Familie. Ich große Problem. Ich nicht Hause. Haus kaputt. Tür zu weit oben. Vielleicht nur Fenster. Oh, Moment. Das erinnert mich an was? Yeah! Wir kommen in sein Haus. Oh. Sternenstein. Oh, was ist das denn? Dass die Liane nochmal so große Bedeutung hat, hätte ich nicht gedacht. Kampf beginnt mit 2 Punkten sammeln. Das ist ja nochmal viel interessanter wie alles andere, was ich habe. Das geben wir mal ihr. Weil sie hatte bis jetzt, glaube ich, nur mit 1 Punkt sammeln. Jetzt fängt sie mit 2 Punkten sammeln an. Das ist gut. Dieser Mann war davon überzeugt, dass sein Leben ein völliger Albtraum war. Tagtäglich hoffte er aufzuwachen. Er rannte gegen die Mauern, fiel von Bäumen und schnitt sich selbst mit einem Messer. Aber er wachte nie auf und ebenso starb er nie. Moment, was nuschelt der? Das Untergeschoss, eine eisige Höhle. Atlantis, ein Mann und eine Frau. Ja, das ist jetzt gemein. Da gibt mir ja quasi den Tipp, wo ich vorher in der letzten Folge noch in der Höhle war. Ich sehe, du hast einen Ring in deinem Ohrläppchen. Ich habe nie verstanden, warum man überhaupt Ohrläppchen besitzen muss, um Ringe hindurch zu bohren. Aber wozu denn wiederum die Ringe im Ohrläppchen? Also ich glaube, das war jetzt ein Hinweis auf die Eishöhle, aber ich konnte ja da nichts machen. Warum muss ich anders sein? Warum ich wollte das nicht? Das ist nicht fair, nicht fair. Okay, ganz, ganz wirre Personen hier. Da geht's zum Palast. Gut zu wissen. Warum die Eile, Fremdlinge? Ihr habt ja alle Zeit der Welt. Ob das nun gut ist oder schlecht? Ja, ich schaue mich auch noch in aller Ruhe rum. So ist es nicht. Diese Mauer war schon immer so. Ich dachte, ich sollte an ihr vorbeikommen. Doch sie weigert sich, sich zu bewegen. Davon zu rennen hilft nicht. Zu ihr sprechen hilft auch nicht. Wieso kann sie nicht normal sein und sich benehmen? Ich stehe schon ewig hier. Die sind alle ziemlich kaputt. Stellt euch vor, dass in jedem Tag dem vorherigen gleicht. Tag für Tag, Woche für Woche, Monat für Monat, Jahr für Jahr. Man beginnt zu hoffen, dass es schlimmer wird, um eines Tages zu enden. Aber nichts geschieht, denn der Tiefpunkt ist bereits erreicht und von dort gibt es kein Entrinnen. Was ist wohl schlimmer, zu sterben, aber leben zu wollen oder sich den Tod herbeizusehen und weiterleben zu müssen?
Ich bin alt, ich habe nichts außer diesem schmerzlichen Körper. Die Zeit steht still, kann es schlimmer kommen? Ja, die sind anscheinend in der Unsterblichkeit verlaufen. Das tiefe Azur unter uns ist gefährlich. Wer es berührt, wird zu einem bösen Hexer oder einer Hexe. Berührt es ein Mann oder eine Frau, werden sie sich bis aufs Ende den Tod bekämpfen. Ich bleibe dort weg. Ich möchte nicht böse werden. Ich möchte nicht kämpfen. Okay, da hinten ist noch eine kleine Ecke, die ich noch nicht durchsucht habe, glaube ich. Und da unten ist noch eine Tür. Gehen wir auch mal noch ganz kurz rein hier. Für wahr, hat sich gelohnt. Anfangs ernten wir Getreide und aßen, aber dann hörte es eines Tages auf zu wachsen. Dennoch leben wir weiter. Ich wachse nie heran und werde erwachsen wie die anderen. Bin ich etwa ein Zwerg oder liegt es daran, dass ich nichts esse? Aber dann sollte ich doch sterben, oder? Ein Mann, ein Haus, ein Kind, glücklich. Ja, Zeit nicht vergeht. Was fehlt, was nicht da? Irgendetwas. Lithium. Und da hat man schon einige von. Gucken wir mal ganz kurz nach, was die brachten. Heilt eine Menge MP. Okay, das müssen wir uns merken, falls wir dringend einen MP-Mangel irgendwo haben sollten und viel auf einmal brauchen. Ja, die Leute sind hier ziemlich versklavt, würde ich jetzt gar nicht sagen. Die wurden einfach im Stich gelassen. Scheint hier überhaupt nichts mehr vonstatten zu gehen. Der König ist zu einsam. Manchmal kommt er uns besuchen, aber scheinbar macht ihm unsere Gesellschaft kaum Freude. Warum wohl? Lange lebe der König. Hahaha. In unserem Örtchen gibt es leider kein Gasthaus, aber ich kann euch für 10 Goldstücke heilen. Wäre das in Ordnung für euch? Ja, mach mal. Real. Geht's jetzt besser? Ich hätte halt noch gerne einen Shop gehabt, wo ich noch mein Geld ausgeben kann. Hecke, Ecke, Recke, Schnecke. Okay, merkt euch das. Diese Welt dreht sich um mich. Die ganze Welt dreht sich immerzu um mich herum. Alles Leben ist Zukunft und Vergangenheit. Napalm. Also ich fand es ja auch ein bisschen blöd, dass man nicht mehr zurückreisen kann. Das hätte man nicht machen brauchen. Dass wenn man hier ankommt, dass man dann nicht mehr mit dem Teleporter zurück kann. Weil hier ist ja nichts Weltbewegendes. Also es ist ja... Also man ist jetzt quasi mit hier gefangen, aber so wirklich gebracht hat es das nicht. Natürlich gibt es einen Piersolar-Speicherpunkt, das ist klar. Dann wollen wir mal die Wachen hier überrempeln. Werte Dame, werte Herren, verzeiht, doch ich muss euch bitten zu erklären, was euer Begehr ist. Besucher sind in diesen Hallen nicht gestattet. Mein Herr, dies ist meine letzte Warnung. Arekol, vielleicht sollten wir tun, was er sagt. Wir haben keine Zeit, denkt daran. Kliboe hat diesen Ort geschaffen, nichts hier ist real. Der Speer in seinen Händen sieht ganz schön real aus. Fürchtet euch nicht, es ist nicht Kliobeos Art, Dinge zu erschaffen, die uns schaden könnten. Ich befehle euch anzuhalten. Zieh Leine. Ich mir... Du löffeliger Bade, was ist das denn für ein Ausdruck? Du löffeliger Bade. Also wenn ich jetzt das nächste Mal jemanden... Okay. Seufz. Übersetzungen waren noch nie seine Stärke. Was soll das überhaupt heißen? Naja, du löffeliger Bade, das ist ein guter Ausdruck. Merkt euch das. Gliboes Heim, okay. Gliboes Heim. Dann gucken wir mal erst hier hoch. Ob wir hier irgendwas finden. Hier ist nix. Da auch nicht. Ist jetzt die gleiche Scheiße wie bei dem anderen, oder was? Dass da nichts ist. Oder gehen wir wieder runter? Das war doch gerade noch anders, oder? Täusche ich mich? Okay, also es ist wieder so eine Abkürzung dahinter versteckt. Ist aber so, schon ziemlich seltsam. Was hier ist Sackgasse und wo bin ich denn jetzt? Alles klar, also hier schon irgendwie... Ah, okay, Moment mal. An den Säulen waren Pfeile. Hier ist ein Pfeil. Nutzen wir mal den Pfeil hier. Hier ist auch wieder ein Pfeil. Hier ist auch wieder ein Pfeil. Hier ist auch wieder ein Pfeil. Auch hier ist wieder ein Pfeil. Auch hier. Ich glaube, mit dem Pfeil hat es nichts zu tun. Kann es sein.
Schauen wir mal in den Infos rein. Notizen. Dann hoffen wir mal, dieser Kleobeo ist kooperativ. Okay, das hat damit auch nichts zu tun. Ja gut, was mache ich denn nun? Oh, jetzt bin ich aber auch nicht da gelandet, wo ich das letzte Mal gelandet bin. Jetzt wird es ein bisschen mysteriös. Jetzt aber. Soll mich das alles nur verwirren? What the fuck? Okay. Diesmal geht es nicht so leicht wieder raus, warum auch immer. Da scheint ein Rätsel dahinter zu verbergen sich. Jetzt bin ich wieder unten. Ich mache nochmal raus. Okay, dann sind wir wieder hier. Der Alte gibt mir aber auch keinen Hinweis, was hier los sein könnte, ne? Finde ich toll, finde ich klasse. Ja, Leute, jetzt sehen wir wieder die Stockwerke, ha? Ich bleibe jetzt mal eisern und gehe wirklich geradeaus weiter. Weil auch nur hier Pfeile sind und vielleicht ist das Rätsel einfach so simpel, dass man den Pfeilen folgen sollte. Das machen wir 100 Stockwerke lang. Dann haben wir das gleich wie in der letzten Folge. Alter, was soll denn das? Das ist doch beknackt. Vor allem, weil wir erst mit so einer Situation so tun hatten. Das tut mir auch sehr leid, Leute. Aber es ändert sich auch nichts. Vor allem, wenn da mal irgendwas sagen würde wenigstens. Aber es sagt ja nicht mal jemand irgendwas dazu. Machen wir mal hier, einmal hier hochgehen. Ändert sich auch nichts. Machen wir mal folgendes, dann kommen wir in den Raum. Jetzt versuche ich mal hier hochzugehen. Auf der anderen Seite. Vielleicht bringt es ja das. Ah! Das ist das Rätselslösung. Gott sei Dank. Hab schon gedacht, ich muss das noch Jahrtausende so machen. Da ist der Alte. Oh. Das wird dann wohl Kleobeo sein. Arrekol, ich habe euch erwartet. Seltsam, ich hatte dies als einen Überraschungsbesuch geplant. Bettina versucht, Pirsular wieder aufzubauen. Und ich soll euch dabei helfen, sie aufzuhalten. Du scheinst mir auf deine alten Tage hellseherisch geworden zu sein. Woher weißt du das alles? Auch sie hat mich besucht. Und du bist doch noch am Atmen. Was nicht der Fall wäre, wenn sie nicht bekommen hätte, was sie wollte. Messerscharf kombiniert. Ich hätte nicht anders von dir erwartet, aber dennoch hätte ich ausnahmsweise eine ungewöhnliche Bitte an dich. Ach? Ja, ich möchte, dass du mir zuhörst. Ich habe jene Welt seit Jahrhunderten nicht mehr betreten. Wenngleich ich bezweifle, dass sich die menschliche Natur stark verändert hat. Damit liegst du richtig. Allerdings gibt es inzwischen Eiscreme. Habt ihr euch nicht sicher gefühlt, in diese Welt einzudringen? Sicherer gefühlt, als in die euren zu leben? Dies scheint mir eher ein Sicherheitsmanko deinerseits zu sein. Wie könnt ihr es wagen, herzukommen, um mich zu beleidigen? Wir haben vielleicht früher auf derselben Seite gestanden, aber Bettinas Ziele sind lauter. Damals habe ich nicht mit ihren Methoden übereingestimmt. Sie klangen wie Sklaverei? Präzise, aber ihre jetzigen Pläne, Arrekol, sie sind brillant. Ich kann mich nicht vorstellen, dass sie nun großartig anders werden als zuvor. Sie will die Welt nicht beherrschen, Arrekol. Sie hat einen Weg gefunden, das Wesen der Menschen zu verändern. Sie zu formen, das war ihr ursprünglicher Fehler, verstehst du? Die Leute hätten nie... sie nie als Anführung so akzeptiert, aber so ist alles viel besser. Ich vermerke keinen Unterschied zu erkennen, Kleboe, aber ich schätze, du sprichst bereits aus persönlicher Erfahrung. In der Tat. Oh. Da haben wir sie nun. Das wird interessant. Er war sozusagen mein Versuchskaninchen und ein gewaltiger Erfolg obendrein, auch wenn du im Gegensatz zu ihm einen eisernen Willen besitzen magst, mein Freund. Man kann nie wissen, immerhin bin ich älter geworden, dann wiederum, dir sieht man es auch an. Poh,
Bist du aus Furcht vor mir so verzweifelt, dass du dich von Kindern beschützen? Du. Ganz genau, das hier ist sein Sohn, Houston. Er wird das Letzte sein, das du je sehen wirst. Ich hatte zuvor keine Gelegenheit, ihm genau anzuschauen. Diese Ähnlichkeit ist wirklich verblüffend. Entschuldigt. Sie bitte den Themenwechsel, Gnädigste. Ich glaube, ihr beide wolltet euren Verstand miteinander messen. Dies ändert einiges, Kliboe. Wir werden ihn nicht so einfach für unsere Sache gewinnen können. Erledigt sie. Behaltet das Kind. Fahrt zur Hölle. Ganz der Vater, Kliboe. Ich werde bald bei euch sein, meine Königin. Okay, dann müssen wir also Kliboe fertig machen. Ich glaube, seine eigene Dimension ist nicht das Einzige, was bei ihm ein bisschen neben der Spur ist. Los, den kaufen wir uns. Vorsicht, Kinder. Wir mögen zahlenmäßig überlegen sein, doch er ist äußerst mächtig. Es tut mir leid, dass es so weit kommen musste, eure Kohl. Mir nicht. Ich war schon immer der Meinung, dass du ein paar ordentliche Schläge auf den Hinterkopf ertragen könntest. Okay, da bin ich mal gespannt, was... Er ist viermal da, warum auch immer. Wir machen erstmal ein Power Slash auf den da hier. Die hier macht mal folgendes, die gibt mal der da hier was zum Sammeln. Er macht mal das da hier und er macht mal ja, und sie macht mal Lavafall. Gucken wir mal. Dass es den jetzt viermal gibt, ist schon ein bisschen seltsam. Aber vielleicht ist es eine Fähigkeit, sich zu verdoppeln. Okay. Ja, mit dem Mehrfachschaden mache ich hier ziemlich gut was wett. Oh, oh, oh. Die können aber auch ganz schön böse Dinge. Da muss ich mich gleich mal gegen wehren. Was die machen ist Windmagie. Ich weiß nicht, ob das abschaltbar ist mit dieser einen Technik. Ich mach mal nee, kann ich nicht. Machen wir mal Avocado Blast auf den da. Sie macht mal das Life Water. Ich weiß nicht, ob es das halt jetzt bringt. Edisod und Cooler geben eher. Nee, das hilft nicht. Ich weiß halt nicht, ob das komplett heilt oder das nur einen wiederbelebt. Deswegen machen wir jetzt lieber mal das da hier. Der da hier macht Supernova. Nee, kann er noch nicht. Hat noch zu wenig Power. Dann macht der hier mal einfach eine Heilung auf Krula, weil der Krula ist schon ziemlich geschwächt. Megaschock, nee, das geht auch. Man kann es anwählen, aber es ist halt noch nicht bereit. Deswegen hier Inventar erstmal für ihn eine Pflaume. Und sie macht dann mal Lavafall. Gut. Au, 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 au. Schon wieder diese Technik, die kann uns zum Verhängnis werden. Naja, okay. So können wir das natürlich gut ummanteln. Aber nicht, wenn es ständig passiert. Das ist natürlich auch blöd. Ja, das war mir klar, dass Krula jetzt liegt. Au, 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 das ist nicht gut. Das gefällt mir gar nicht. Damit habe ich jetzt nicht gerechnet, dass die plötzlich so schnell alle liegen. Müssen wir mal versuchen, dass wir das mit Pfeffer ausgleichen, aber das wird schwierig. Alina erstmal und er macht Pfeffer auf. Ich glaube, wir haben gar keinen Pfeffer mehr. Doch, hier. Auf Krula.
Er ist der Einzige, der auch heilen kann. Okay, die wehren sich wenigstens gleich. Oh, 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 oh. Das ist ganz schlecht. Hoppala. Leute. Das tut mir leid. Da bin ich verreckt. Aber dann kann ich mich gleich hier unten nochmal umsehen, weil das habe ich davor nicht gemacht. Und da hat man sich wahrscheinlich auch gedacht, warum ich da nicht hingegangen bin. Risperidion. Was ist das denn? Also war da auch noch was. Heilt eine ganze Menge MP, okay. Schauen wir mal noch hier, da ist auch noch eine Kiste. Klibo SH. Was zum Teufel? Hat er hier sein Haar gesammelt? Achso, regeneriert pro Kampfrunde einige MP. Hm. Bringt nicht wirklich was, finde ich. MP können wir selber heilen zur Not und meistens sind wir auch ziemlich voll damit. Schon mal noch hier hinten, ob da noch was ist. Nee, das war's dann auch. Leute, dann mache ich hier mal einen Cut. Also es wird dann doch noch ein bisschen dauern. Ich hätte gedacht, das wäre schon die letzte Folge, aber da ich jetzt versagt habe, muss man das noch ein bisschen weiterführen. Ihr könnt mich dafür haten. Ciao.